in Orange. Motivation. Sieht anders aus. Ja. Wir haben jetzt 19 Uhr und wir reiten jetzt noch eine Runde. Ich sitze gerade schon auf dem Schlumpfi drauf und läuft der Emil noch, der nicht hinterherkommt, weil ich ihn noch gerade als Handpferd mit habe. Den gebe ich jetzt aber gleich sofort wieder ab. Da kommt schon die Ablösung. Achtung, Ziegel! So. Ich bin selbst so ein bisschen gespannt, wie Schlumpfi läuft, weil ich ihn immer ja nur von oben fühle und ich mir immer gerne wieder angucke. Deswegen habe ich mir auch gedacht, ich filme heute einfach mal so ein paar Trainingsinspirationen, was er heute so macht. Ich stelle die Kamera einfach mal auf die Bande, mal gucken, was ich da so eingefangen bekomme. Und gebe einfach mal mein Bestes, um da was Gescheites draus zu bekommen. Wir reiten jetzt hier noch so 10 Minuten etwa Schritt. Wir haben ja gerade erst angefangen. Der Emil wird da vorne noch fertig gemacht. Und dann legen wir gleich los.
Schlumpi lief heute nicht ganz so gut, wie ich mir erhofft habe. Aber es war trotzdem okay, ich kann ja nicht jeden Tag gut laufen. Ne, Schatzilein. Und jetzt packe ich den mal in die Box. Mittlerweile 8 Uhr. Und dann geht's nicht. Ja, heute ist Halloween, genau. Und wir verbringen unseren Tag in der Halle. Unseren Abend, statt eine Halloween-Party zu machen. Feiertag ist. Ja, das, dann hätten wir halt nach Hessen gehen müssen. Ja, es ist ja, an sich ist es ja noch nicht zu spät, ne? Also. Naja, also wir packen die Pferde jetzt mal in die Box. Und dann gibt's was zu essen. Für mich auf jeden Fall.